Radio. Wie ist es jetzt? Hören wir uns? Da kann ich lange Hallo sagen. Wir haben gar keinen. Jetzt soll es aber gehen, oder? Schreibt doch schnell rein, ob es funktioniert. Luma-Maus hat jetzt leider keinen Ton bei mir. Hoi Marisa. Ja, das Problem sollten wir jetzt behoben haben. Hoffentlich. Muss es eigentlich schon so sein. Hallo zusammen, gut. Ich höre auch nichts. Der Artan. Jetzt hat es aber eigentlich funktionieren. Schaut doch mal schauen. Sherry, ich auch gar nicht. Jetzt ist super. Okay, ja, jetzt super. Sehr gut. Schön, ja, ich muss nur noch unten müssen einschalten, dass es überhaupt als Quelle anerkannt wird, als vergessen einzustellen. Das Mami schreibt, ich okay, bin auch da. Hallo, miteinander. Jetzt ist es gut. Florian Funke, hallo, tipptopp. René, jetzt höre ich euch. Sehr gut. Jetzt klappt es. Wie geht es euch? Eine Muskelkater von gestern? Wie sind so zweg und drauf? Sie waren verrissen, haben noch ein Sport gemacht. Kommen Sie vom Sport oder ist das eure erste sportliche Aktivität? Tipptopp. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen verzögert. Ja. Darum schreibt niemand auf meine super Fragen. Patrick, hallo zusammen. Sally, hallo. Melanie und Anna dabei. Cool, freut mich sehr, dass ihr dabei sind. Und ich danke wo wir allen, möchte ich noch danken, wo wir Feedback gegeben haben gestern zum Training. Wir werden natürlich alles probieren umzusetzen, was möglich ist, um uns zu verbessern, damit das Training ein gutes Angebot wird für euch. Und ihr weiterhin hier könnt teilnehmen und mit uns zusammen könnt trainieren. Schön! Wir haben Badminton gespielt. Cool! Nein, ich sehe, ich habe keinen Muskelkater. Ja, haben wir im Garten Badminton gespielt, in dem Fall. Franz schreibt Bauchbeine und Po habe ich parat. Franz ist der Mutter ihrer Freundin, die auch da war. Okay. Genau. Hey, Sedi. Hi, Sherry. Sedi? Spitzname. Ah, okay. Von der Familie. Okay. Genau. Mercedes. Also von dem Serie. Ja, genau. Okay. Okay. Cool. Minorek. Ciao, ihr zwei. Alles tipptopp. Bei mir zweite sportliche Aktivität. Cool. Also, schön. Wie fit spielen gehört dann nicht ganz so zu sportlichen Aktivitäten. Neu. Oder nein. Oder nein. Ja, was heisst neu, Jan? Ja gut, denke ich, würden wir anfangen. Ist das gut? Ich tue nochmal schnell überprüfen, ob alles läuft. Mhm. Dann haben wir das Mikrofon noch her. Gut, dann fangen wir an. Mercedes und macht Bauchbeine Po, schließt euch so richtig und am Schluss gibt es wieder ein Abwärmen oder ein bisschen Dehnen mit mir. Wir nehmen die Füße zusammen, einschnaufen, ausschnaufen. Und wir den hinteren beugen und vorne runterbeugen. Und einschnaufen, hochkommen und seitlich beugen, linke Seite, einschnaufen, rechte Seite, zurückkommen, lösen. Auseinanderstehen, dann mit dem Oberkörper verdrehen. Was jemand der linke von dir? Oh.
und zurückkommen. Dann machen wir versetzt oben und unten die Arme aufmachen, sodass es ein X gibt. Sehr schön. Dann kreisen wir die Hüfte. Kreisen. Und auf die andere Seite. Dann noch steif mit dem Rücken mitmachen. Drehrichtung wechseln. Zurückkommen in die Mitte. Wir nehmen das Knie zu unserem Körper, so hoch auf, wie ihr könnt, damit es ein bisschen dehnt. Und lösen. Nehmen wir gerade hinter den Fuß, den vorderen Oberschenkel dehnen. Und lösen. Das andere Bein zuerst rauf zu der Brust. Und lösen. Gegen hinten. Und lösen. Gut, dann kreisen wir noch die Knie. Kreisen. Auf die andere Seite drehen. Beine noch mal kurz durchstrecken. Und aufkommen. Noch die Fußgelenke. Ich habe immer das blöde Bauchbein im Gesicht. Ja. So ist besser. Die andere Seite. Du musst in den Knie fliegen bleiben. Ja, genau. 45 Minuten lang. Du musst die Aussenkante stellen. Auf die Innenseite. Der andere Fuß. Innenseite. Okay, bringen wir das Herz-Kreislauf-System ein bisschen in Gang, indem wir hin und her hüpfen. Ganz locker. Dann den Knie aufnehmen, jedem Mal. Hinten rauf. Und wieder ganz normal. Dann machen wir ein bisschen grössere Sprünge auf die Seite vom Mätterli. Schön synchron, wie wir das machen. Wie ist studiert. Sehr voll. Und zurück. Okay, der Hampelmann.
gut. Okay. Kommst du schnell schnaufen. Und dann übergebe ich das Kommando. Sehr gut. Ich habe heute 3 Blöcke vorbereitet. Der erste ist im Bein, der zweite ist für das Gesäß und der dritte ist für den Bauch. Wir machen jede Übung das mal eine Minute lang, je nachdem 30 Sekunden und 30 Sekunden, wenn man abwechseln muss. Gut, und ich mache genug Pause dazwischen. So, dann fangen wir mit dem ersten Block an und machen einen Ausfallschritt. Das machen wir eine Minute, ich zeige es kurz vor. Seitlich. Wir gehen runter und schauen beim Runtergehen, dass das Knie nie zu weit vorne kommt, sondern immer schön im 90 Grad bleibt, wenn wir unten sind. Das machen wir 1/2 Minute das linke Bein und die 1/2 Minute das rechte. Gut. Sind wir ready? Und los! Plötzlich merkt man, wie lange so eine 1/2 Minute ist. Ja. Und den letzten ab und wechseln. Ready und go. Bald geschafft. Und der letzte noch. Und hoch. Beine schütteln. So. Die zweite Übung. Wir machen es gut. Wir machen aber etwas spezielles. Ich zeige es kurz vor. Wir gehen ins Squat. Kommen hoch. Und machen den Dreieck. Squat, hoch und Dreieck. Zuerst machen wir 30 Sekunden. Gegen aussen und dann 30 Sekunden gegen innen. Dabei. Gut. Sind wir ready? Und los! Die Hälfte geschafft. Und der letzte. Und leise. So, machen wir es noch 1/2 Minute. Mit den Beinen gegen raus. Dann haben wir die Augen verstanden. So, Rad machen. Und go. Und raus. Und raus. Und noch die letzte Sekunde. Und noch der letzte. Und raus. So. Ja, ist gut. Sehr schön. Beine schütteln. Ich muss jetzt schon schnaufen. Yes. So. Die nächste Übung nennt sich Monkey. Oder ich nenne sie zumindest so. Ich zeige sie kurz vor. Die machen wir 1 Minute. Ich zeige es kurz. Für das gehen wir ganz tief ins Squat runter. Ich zeige es kurz so, damit man es besser sieht. Die Hände positionieren. Und dann, so weit wie es geht, mit den Beinen hochschwingen. Wieder positionieren und hochschwingen. Und das machen wir 1 Minute. Geben einfach alles. Minute geht auch vorbei. Ja. Sind wir ready?
und los. Schreien. Ich spüre es auch schön, ja. Kommst du nicht mehr so weit tun wie am Anfang. So, und noch die letzten zwei. Eine und zwei. Oh. Hui. Leck, Bubi. Ja. Sehr streng, aber sehr effizient, die Übung. Ja, du weißt es. Je strenger, desto besser. Das sollte man sich nachher suchen, wenn es richtig verdient. Ja. So, gut schnaufen. So, jetzt kommen wir zu den letzten Beinübungen in diesem Block. Sie nennt sich Windmühle. Sie ist wirklich streng. Und nach dieser Übung. Aber wir packen das. Wir machen 30 Sekunden, ganz kurz Pause und nachher noch 30 Sekunden. Ich zeige sie kurz vor. So, wir gehen mit der Arme so und gehen ab. Und dann geht es, je nachdem, langsam oder schnell, wie ihr möchtet. Einfach euer Tempo. Ich mache es so, oder? Und du so? Ich mache es so, ja. Genau. So, sind wir ready und los. Da kommt mir gerade so Drunken Style Kung Fu im Sinn. Ganz kurz Pause. Ausschütteln. Machen wir weiter. Nochmal 30 Minuten, dann haben wir es geschafft mit dem ersten Block. 30 Minuten? Sekunde. Sekunde! Sekunde, Minuten. Schon. Nein, nur 30 Sekunden. Heute bin ich lieb. So, parat machen. Ready und go! Schön auch mit den Armen arbeiten. Bald geschafft. Und noch die letzte. Und die letzte. So. Ein bisschen den Puls weggejagt. So. Kurz schnaufen. Puls wieder ein bisschen runterholen. Aber immer am besten ein bisschen bewegen, jetzt nicht stehen bleiben. Jetzt machen wir sowieso. Kommen wir zum Gesäß. Das sind ein bisschen ruhigere Übungen. Können wir den Puls hier schön abholen. So. Fangen wir im zweiten Block an. Für das legen wir uns auf den Bauch, aufs Mettchen. So. Die Hände könnt ihr schön gemütlich vorne hin tun. Gesicht gerade oder seitlich, wie ihr mögt. Dann machen wir zuerst 30 Sekunden mit den Beinen lupfen, aber schauen, dass man wirklich die Kraft aus dem Gesäß holt und nicht unbedingt aus dem Rücken. Dann tun wir zuerst 30 Sekunden, ich zeige es euch von der Seite, ich sehe es besser.
anspannen. Und hin und her wippen. Das machen wir 30 Sekunden. Wenn 30 Sekunden vorbei sind, tun wir gerade dran hängen, dass wir zusammen ue, runter, aber nie ganz ue, runter gehen. Und wieder ue und wieder runter. Und unten nie ganz lösen, dass wir immer schöne Grundspannung drin haben. So, sind wir ready? Müssen wir bereit machen. Und dann starten wir jetzt. So weit tun, wie es geht. Die Hälfte bald geschafft. Und dann fangen wir mit der zweiten und immer schön mit Kraft arbeiten. Bald geschafft. Die letzte Sekunde. Und der letzte. Und lösen. Beinchen bewegen. Richtig streng. Das ist ja so. So. Ich hoffe, ihr mögt alle noch. Yes. Schnaufen dürfen, da sind wir auch extrem und am Schwitzen auch. Ja. Aber das gehört dazu, das ist auch gesund. Ja. Definitiv. So, die nächste Übung fürs Gesäß. Wir gehen wieder auf den Vierfüßerstand. Ich zeige es kurz vor. Wir gehen auf den Vierfüßerstand. Machen zuerst eine halbe Minute mit dem einen Bein, wir lupfen zu, dass in der Luft ist und drücken so weit wie es geht runter. Und wieder ab. Wieder runter. Das machen wir 30 Sekunden. Wenn wir die 30 Sekunden durch haben, machen wir das andere Bein. Wenn das auch durch ist, machen wir das gleiche, einfach auf die Seite. Das Bein so weit wie es geht rausstrecken und wieder rein. Wieder rechts 30 Sekunden und links 30 Sekunden. Ready? Dann starten wir mit dem rechten Bein und los. Und wenn ihr unten seid, das Bein, das Knie nie ablegen. So weit wie es geht, durchstrecken. So, noch der letzte. Und die andere Seite. Bald haben wir es geschafft. Und der letzte noch. Und lösen. Und dann machen wir gerade noch die seitliche. Ready. Und go. Mal wieder 30 Sekunden. Für jede Seite. So weit wie es geht. Letzte. Ablecken und die andere Seite. Ready und go.
Bald geschafft. Ich hoffe, ich spüre es so wie ich. Jawohl. So, noch der letzte. Und lösen. Zurückdehnen. Die Schulter ehrlich reisen. Boah. Schwitzen. Ich auch. Ist aber ein warmer Tag. Ja, das stimmt. So, ich hoffe, euch geht es allen noch gut. Ja, bist du so ruhig? Stimmt, auch wenn ich ruhig bin, dann ist alles gut, dann ist es nämlich streng. So, die nächste Übung fürs Gesäß. Für das legen wir uns auf den Rücken. Es ist sehr ähnlich wie die, die wir das letzte Mal gemacht haben. Ich zeige es kurz vor. Am besten von der Seite. Wir legen uns auf den Rücken. Seht man es ja. Das linke Bein positionieren. Das rechte tun wir anwinkeln. Also nein, sorry. Strecken, nicht anwinkeln. Das andere. Und dann drücken wir uns schön runter. Nicht ganz runter mit dem Gesäß, immer in der Luft bleiben. Und wieder runter. Und das machen wir 30 Sekunden rechts, 30 Sekunden links. So, sind wir ready? Dann legen wir uns an. Das rechte Bein strecken und los! Letzte. Und ablegen. Schütteln. Und dann noch die andere Seite. Parat machen. Und los. So weit wie es geht, durchdrücken. Und noch der letzte. Und lösen. Bein gut schütteln, dass es da keinen Krampf gibt. Gut schnaufen. Heisse Sache. So, jetzt machen wir noch die Plank-Variante. Das ist vor allem auch gut fürs Gesäß, wie wir es machen. Das ist die letzte im zweiten Block. Ich zeige es kurz vor. Wir gehen in den Plank. Ich kann euch seitlich zeigen. So, wir gehen in den Plank. Das Gesäß nicht zu weit runter. Wir haben jetzt wieder eine gute Spannung drin. Gehen mit dem Bein, mit einem Bein, führen. Und so weit hinter, wie es geht. Und wieder führen und so weit auf uns geht. 30 Sekunden rechts, 30 Sekunden links. Yes, ma'am. Gut. Parat machen. Plankposition. Zuerst das rechte und los. Die erste Hälfte bald geschafft. Und dann der letzte rechts. Und so weit unten es geht. So. Und lösen. Dann machen wir noch die linke Seite. Machen Position.
gute Spannung drin. Und los. Anziehen und ausdrücken. Und der letzte. Und so weit raus. Und löse. Zweiter Block geschafft. Sehr gut. Hui. Ich glaube, nächstes Mal brauchen wir ein Tuch. Ja. Ja. Das tropft ja auch noch. Das rutschen wir am Schluss noch davon. Genau. So. Dann machen wir jetzt noch den dritten und den letzten Block für den Bauch. Dann machen wir bekannte Übungen, die wir das letzte Mal schon gemacht haben, weil sie einfach super sind. Yes. Sehr effizient. Sehr. Wir geben nehmen uns aber Zeit und Pause zwischendrin, dass wir die alle mögen. Ja. Und durchstehen und keinen Krampf im Bauch bekommen. Ja, ja, ganz wichtig. Ja. Und immer da denken, immer im eigenen Tempo, so viel wie ihr mögt, so schnell wie ihr mögt. Wir geben einfach nur, wir machen es so, wie es unser Tempo ist, aber wir dürfen selber ein bisschen unser Tempo finden. Genau. So, die erste Übung. Legen wir uns auf den Rücken. Zeige es von der Seite. Wir legen uns auf den Rücken. Die Hände schön neben dir hin. Die Handfläche zu der Decke. Wir heben die Beine aufheben und machen die Schere. Und das machen wir Minuten. Gut. Sind wir ready? Gut schnaufen. Und los! Schnaufen nicht vergessen. So. Noch die letzten. 3, 2, 1 und los. Gut schnaufen. Bauch berühren, ein bisschen bewegen und vor allem gut schnaufen. So, dann machen wir die nächste Übung. Wir bleiben gerade auf dem Rücken. Das ist auch eine sehr strenge Übung. Man kann auch von der Geschwindigkeit her sehr variieren. Wir müssen einfach euren Weg finden. Ich zeige es kurz vor. Wir machen das Päckchen, so dass die Schultern gut gelöst sind vom Boden. Und dann strecken wir uns. Und beim Strecken tun wir die Beine runter und mit den Schultern bleiben wir immer gelöst. Und dann gehen wir wieder zusammen. Und dann wieder strecken. Und zusammen. Das machen wir eine Minute. Gut schnaufen. Und so schnell wie ihr mögt und könnt. Gut. Sind wir ready? Das Päckchen machen. Und los. Und wieder zusammen. Und strecken.
die Hälfte geschafft. Und die letzten noch. Und zusammenkommen. Und ablegen. Den Kopf kurz hin und her bewegen. Und schnaufen. Bei uns ist es also auch sehr streng. Wirklich wahr. Wir übertreiben nicht mit Schnaufen und Schnaufen. Wir machen das nicht extra übertrieben für euch. Nein, das sind wir schlechte Schauspieler. Ja. So, dann machen wir jetzt noch zwei Plank-Varianten. Die haben wir das letzte Mal schon gemacht. Auch sehr streng, aber super. Wir machen, ich zeige es kurz vor. Wir gehen wieder in die Plank, gute Spannung drin haben und dann gehen wir mit den Beinen raus, rein, raus, rein. Das machen wir 30 Sekunden. Wenn wir das durch haben, machen wir kurz Pause und dann gehen wir wieder in die Spannung. Für das gehen wir dann am besten etwas weiter runter und rotieren. Ich zeige es kurz von der Seite. Wir gehen mit den Hüften, berühren mal den Boden und das abwechslungsweise. Wir gehen zuerst rechts und links und rechts und links. Wieder 30 Sekunden. Durchbissen, es lohnt sich. Jawohl. So, dann machen wir uns bereit. And no pain, no gain. Genau. So, wir gehen zuerst auf die Hände, gehen in den Plank, sind wir ready, 30 Sekunden, ab jetzt. Da könnt ihr auch mit der Geschwindigkeit variieren. Letzte Sekunde. Und das letzte Mal raus, rein, raus, rein. Gut strecken. Dann die letzte Übung in diesem Block. Dann haben wir es dann geschafft. Gut. Das letzte Mal alles geben. So, sind wir ready? Gehen wir jetzt runter. Schön im Plank. Und wir rotieren aufrecht. Und links. Und rechts. Und immer gute Spannung drin behalten. Die letzte Sekunde. Das packen wir noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Und löse. Das war jetzt streng. Jetzt könnt ihr stolz zu uns sein. Das ist meine neue Hassübung. Ah.
Schulterfreiheit. Wow, noch. Sehr gut. So, wie geht's euch? Ich hoffe, sie sind auch so kaputt wie mir. Das war jetzt richtig streng. Was meinst du, hast du noch etwas im Petto? Ich denke, wir machen jetzt noch die letzte Übung. Okay. Gehen wir nochmal voll Gas. Ja. Wir machen Burpees. Richtig streng. Dass wir nachher wirklich ausgepowert sind. Okay. Und dann gehen wir nachher ins Ausdehnen. Jawohl. Und holen den Puls wieder ab. Jetzt tun wir noch einmal den Puls voll hochjagen. Ja. Das machen wir Minuten lang. Ich zeige es kurz vor. Wir springen durch, gehen runter. Entweder machen wir einen Liegestütz, könnt aber auch einfach runterkommen, aufdrücken und wieder gump. Und das die ganze wiederholen. Okay, da ist noch alles in Ordnung. Ich liebe dich, Sally. Los und komm an. Danke, ich dich auch. Mein Bruderherz. So schön. So. So schön. Ich finde, das ist auch nicht beschreibt. Und schau, ob mich doch der Ewig auch noch liebst. So, die letzte Minute. Wir geben Vollgas. Yes. Wieder euer Tempo, wie ihr möchtet. Dass ihr die Minute durchsteht. Gut, der erste ist ein Gumpur und dann gehen wir runter. Jawohl. So, sind ihr ready? 3, 2, 1 und los. Du bist schneller für mich. Entschuldigung. Ich lasse dich einfach so langsam. Entschuldigung. Ufa. Einmal runter. Und wieder hochkommen. Und. Sehr gut schnaufen. Es pöppelt nicht. Gut bewegen, nicht stehen bleiben jetzt. Wunderbar. Euch geht hoffentlich noch gut. Hoffe es auch. So schreibt es im Chat, wenn wir mit dem Notwagen von der 144 fahren. Genau. Dann mache ich sicher jemanden von unseren Chatmitgliedern. Ich schaue mir schnell mal den Wagen. Gut bewegen. Alles ein bisschen ausschütteln. Gut schnaufen. Okay. Dann würden wir ins Abwärmen hineingehen, ins Ausdehnen. Weil der Puls aber noch in oben ist, tun wir einfach mal zuerst ein bisschen klopfen. Könnt ihr so immer noch ein bisschen rumlaufen. Lärm klopfen. Hinten. Beim Rücken reiben, ein bisschen wärmen und ein bisschen klopfen. Dann beim Gesäß klopfen. Alles Muskeln, die wir jetzt gebraucht haben. Und wollen wir schön gespürt werden. Ja. Und die Beine ab.
gut. Wir tun, wie wir doch viel abgestützt haben auf den Schultern, die Schultern noch drinnen. Und jetzt langsam ein bisschen zur Ruhe kommen. Noch ein bisschen pendeln vielleicht, aber an Ort und Stelle stehen bleiben. Lösen. Den anderen Arm. Probieren die Schultern möglichst unten zu lassen. Und lösen. Dann beugen wir hinten und probieren die hinten zu bleiben. Wir können auch die Hände einstützen. Ich zeige es seitlich vor, dass wir den Rumpf ein bisschen dehnen. Hals dehnen. Beine durchgestreckt. Und wieder aufkommen. Den Oberkörper abziehen mit den Händen. Immer noch seitlich den Oberkörper Rumpf dehnen und gerade wieder raufkommen auf die andere Seite und wieder lösen. Noch einmal jede Seite. Und zurück. Die Beine zusammennehmen, einschnaufen, ausschnaufen und einschnaufen, ausschnaufen. Noch in der Mitte vorne abdrücken, ein, aus. Ein, die Hände zusammen, aus. Gut. Wunderbar, sind ihr dabei gewesen. Danke vielmals. Freut mich, haben so viele mitgemacht. Schreibt doch noch in den Chat, wie es euch geht. Trinken genug Wasser. Gebt eurem Körper etwas Gesundes zu essen nachher. Und wir sehen uns gerade wieder in ein paar Sekunden. Ja. So, wer ist alles so kaputt, fix und fertig wie mir? So schön am Schwitzen wie mir. So. Jetzt Mina schreibt, für was steht das? Childbirds, ja, Eddie, jetzt merke ich erst, wie nett und rücksichtsvoll eigentlich ist. Sag ich ja, alles bei mir ist Schocki-Training. Mercedes gibt da den Dampf. Was soll das denn? Ich liebe dich, Sedi, vom Jared. Ajö. Ich dich auch, Jared. Super gewesen. Danke vielmals. Hey, cool. Ja. So, ich kann noch sagen, solange ihr jetzt noch schwitzt und ein bisschen ausgesehen, als hättet ihr gerade etwas Strenges gemacht, macht doch ein Foto von eurem Post auf Social Media und tagt uns zwei Tage oder markieren. Mercedes Klingenfuss, Klingelfuss und Adrian Mark Knobel und mein Geschäft Therapie und Coaching, also Provitalis. Die meisten kennen sie. Wäre mega lieb, wenn ihr das könntet machen. Es würde uns Reichweite geben und ein bisschen mehr Zuschauer für unsere coolen Trainings. Wenn ihr das Video noch nicht geliked habt, liked es doch noch schnell oder teilt es mit euren Freunden. Der Jan ist durch, schlaft sicher gut. Jawohl, cool. Vom Schönen hast du mitgemacht, Jan. Chapeau. Schokokuchen. Es brennt alles, aber ja, es tut schon wieder gut. Ja, voll. Daniela, ungeschwitzt habe ich. Danke, es war super. Schön, Mami, das freut mich.
Ja, und jetzt super Training, danke. Dankeschön, ja. Danke, dass du dabei bist. Ah, übrigens, ich soll den Dave und den Roger wieder grüßen. Sie machen das Training wieder später. Und an der Stelle, wir gehen morgen einen Marathon rennen. Von Oerlikon auf Jona mit ein bisschen Umweg. Ich hoffe einfach, wir haben jetzt nicht zu fest Muskelkater morgen. dass wir das auch wirklich schaffen und können durchziehen. Jetzt, wo wir noch so schön Wetter haben, müssen wir das noch geniessen. Eindeutig. Ja, ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Es findet wieder 4 Trainings statt. Am Montag Aerobic mit der Ivy. Am Dienstag und Donnerstag mit mir Bodyweight Training und Fung, wenn sie auch dabei ist. Und am Freitag mit der Mercedes und mir. Oder mit ihren Leuten, je nachdem, das sehen wir dann. Ein Bauch-Beine-Po-Training. Der René schreibt mindestens so fertig, inklusive 4 kleine Krämpfe. Ja, darum immer gut schnaufen. Yes. Wo hast du Krämpfe gehabt? Das nimmt mich noch wunder. Bea schreibt, danke vielmals, es macht mega Spass. Dankeschön. Danke vielmals. Ja, wirklich wahr. Ich finde wirklich, dein Training ist ganz cool und eine gute Bereicherung zum sonstigen Trainingsangebot, das wir haben. Und ja, macht mal einen Applaus oder so per, für alle, die mich haben alle verdient. Es brauchen alle Motivationsspritzen nach diesen Trainings. Nein, wunderbar. Macht doch ein Applauszeichen, wäre cool. Und trinken genug. Ich denke, wenn ihr regelmässig mitmachen, geht es auch immer besser. Dann mag man immer mehr. Und die kleinen Fortschritte sieht man relativ schnell. Mhm. Und das ist auch schön, das zu sehen. Mhm. Darum lohnt es sich. Das ist wirklich so, ja. So, mal schauen, wie viele noch online sind. 19 sind noch da. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, eure Fragen zu beantworten oder sonstige Anregungen entgegenzunehmen. Und fühlt euch frei, um einfach zu gehen, das Wochenende starten, den Abend noch geniessen, etwas Feines essen. Wir bleiben jetzt noch da und sind noch gespannt auf eure Chats. Oder auch nicht. Alles schon schlafen. Das Lustige ist, genau das wollte ich sagen. Ich kann ja bei Google, bei YouTube Analytics schauen, wer das alles kommt und woher die kommen. Von WhatsApp, von Instagram, von Facebook und so weiter. Und das Spannende ist, die meisten, mehr als die Hälfte von denen, die zuschauen, haben noch nicht abonniert. Klar, die jetzt im Chat sind, die wissen, die haben abonniert. Aber hey, nochmal, abonniert doch gerne den Kanal. Und solange die Trainings noch gratis sind, nützt es aus. Wir machen so viel Training wie möglich für euch und für uns, um natürlich Reichweite zu generieren, aber in erster Linie für euch, damit ihr in dieser Zeit, wo ihr nicht könnt, in eurem Lieblingsverein trainieren oder im favorierten Fitnessstudio, könnt mit uns trainieren. Tschüss zusammen, bis bald, bis zum nächsten Mal. Unterseite Oberschenkel und Kniekehle. Beim Aufdrücken da, von dem da, weil das spüre ich nämlich da mal auch. Mhm. Mina schreibt, danke, cool gewesen. Bis zum nächsten Mal, schönes Weekend. Danke. Danke, gleichfalls. Florian schreibt, danke, ein schönes Wochenende. Merci vielmals, wünschen wir dir auch. Ich bin noch zu dauern, um noch etwas zu schreiben. In den Fingermuskelkater. Edith Morger, schön machen dir das. Hoi Edith. Jemand von dir in dem Fall? Genau, mein Bruder, seine Schwiegermami. Ah, mega genau. Lässig. Mega lässig. Hoffe, bist du nächstes Mal wieder dabei. Auf jeden Fall. Der Patrick Köhler schreibt, ich hätte noch eine Frage, was nützt Abklopfen von den Muskeln? Einerseits tun wir es einfach ein bisschen lockern, durch das, dass es aufprallt, gibt es einen kleinen Schütteleffekt. Das andere ist, wir tun nochmal durch Blutung ein bisschen anregen auf der Haut. Es geht eigentlich mehr um das. Ich denke, es ist nicht ein Massageersatz, überhaupt nicht, aber es tut einfach noch mal ein bisschen lockern. Kann man auch als Aufwärmen übrigens machen, wenn ihr von außen sind. Nicht nur Gelenkkreisen und bewegen, sondern auch noch ein bisschen abklopfen alles, damit die Muskeln rundum und das Gewebe vor allem warm wird. So, wechseln wir mal. Noch 14 Leute sind drin. Was ich vorher gerade gedacht habe, ist, das Coole an diesem Live-Training ist,
Wenn jemand muss gehen, weil er irgendwie noch Termine hat oder irgendetwas oder der Herd geht am Brennen, weil man gleichzeitig kocht, ist eigentlich mega cool, weil man kann einfach weggehen. Und man kann auch einfach früher aussteigen oder man kann später reinkommen oder man kann das ganze Video erst später am Abend machen, wie das eben der Roger und der Dave machen. Und das ist eigentlich eine mega coole Sache, dass man das kann. Wir könnten sogar Überzeit machen, so quasi ja, statt 45 Minuten geht es halt heute 10 Minuten länger. Aber es kratzt eigentlich niemand, weil man könnte theoretisch einfach schnell weggehen. Oder man kann das ganze Training nochmal machen, wenn man zu wenig hat. Genau, wenn man das Gefühl hat, es ist zu wenig streng, was ich überhaupt nicht finde, dann kann man es ja auch nochmal machen. Okay, Patrick, sweet, danke schön. Suppi, danke schön. Travelbirds, du ganz schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Jawohl, danke. Oh ja, dir auch, Marisa. Danke und bis bald. Schön, sind ihr dabei gewesen. Dann würde ich jetzt zumachen, unser schönes Endlogo einblenden lassen. Das ist nämlich da. Wir wünschen euch ein ganz schönes Wochenende. Macht's gut, bleibt gesund und bis am Montag. Bis am Montag, bis nächste Woche. Tschüss miteinander. Ciao zusammen.